So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche beginnt für uns gut, beziehungsweise man hat ja die letzte Woche darauf hingearbeitet, dass ein Reversal stattfindet, auch ein Wochenreversal. Mitte der Woche durfte man natürlich zweifeln, hat sicherlich auch einige. Ich habe mich an den Setups, sag ich mal, hochgehangelt noch mit einem Stop-Buy-Setup, beziehungsweise eben auch eben die Wochenkerze abgewartet. Hätte auch vielleicht böse enden können, aber im Endeffekt war jetzt das alles sehr zielführend. Heute im DAX steht eine E.ON ganz vorne, eine Volkswagen, Infineon, eine BMW, Fresenius, Heidelberg Zement und einziger Titel, der im Verlust ist, ist die ThyssenKrupp-Aktie. So, kommen wir erstmal zu dem Setup, was ich jetzt vorher eben beendet habe. Dieses 15 Minuten hat sich das jetzt hier. Es hat sich eben verschoben, weil es nicht auf Xetra ist. Hab mir doch gerade gedacht, die Wolkenkante war ja woanders. Hier war am Freitag gegen 12 Uhr, habe ich das Setup vorgestellt, Stop-Buy-Setup, direkten Kurs drüber, auch geschrieben, dass hier eventuell ein Fehlsignal stattfinden konnte, entweder auf den Schlusskurs noch warten, entweder teils hier, teils dort, den Stoppkurs auf hochgezogen, ist nicht ausgeführt worden und im Video dann erwähnt, dass eben auf alle Fälle bei dem Setup sowieso auch nur ein Teilverkauf stattfinden wird bei der Öffnung bzw. an der Marke. Die Öffnung hat dann hier oben stattgefunden, 250 Punkte höher. Also hat man hier das doppelte Risiko verdient. Mehr als das doppelte Risiko im Hochpunkt wäre das Dreifache möglich gewesen. Und hier wurde jetzt erstmal dieses Stop-Buy-Setup eben beendet. Ja, nochmals knapp 300 Punkte, nachdem man hier antizyklisch eingestiegen ist, hier verkauft hat. Hier gab es noch eine neue Position, das ist aber eine andere Baustelle sozusagen. Das ist jetzt ja auch keine Baustelle mehr. Hier wurde eben der Drei-Stufen-Plan, hier wurde nochmal eingestiegen. Diese Position liegt jetzt eben auch im Plus. Werde ich vielleicht, oder die wird bis sicherlich in dieser Woche auch einen festen Stopp bekommen. Aber jetzt eben zunächst erstmal abwarten, was die anderen Setups noch so ergeben. Da läuft noch eine Airbus, wurde bei 51 Euro eingestiegen. Sind wir 2,5 Euro im Plus. Bei Morphosis, das wurde ja frühzeitig auf so einen Einstiegs- oder auf die Kaufzone hingewiesen. Da stand die Aktie noch bei rund 44 Euro. Was eben jetzt hier nur sein kann, eingestiegen bei 36,80 rum. Da ist man jetzt nicht groß im Gewinn. Was eben auch hier noch sein kann und wie der eine blaue Pfeil jetzt hier signalisiert, ein Hoch, das fand jetzt womöglich heute statt und dann könnte es eben noch ein neues Tief folgen. Der Stoppkurs liegt bei 33,20. Wird sicherlich, ich setze den aus auf Schlusskursbasis, also auf Tagesbasis, um nicht jetzt hier intraday vielleicht unglücklich ausgestoppt zu werden. Dann wird er natürlich wieder aktiviert und hier sollte dann auch, wenn hier noch ein Tief folgen sollte, vielleicht folgt eben kein neues Tief, sondern auch nur ein Rücklauf, also eine versagende 5, dann gibt es definitiv Kaufinteresse bzw. Aufwärtsdynamik. Wie sieht es jetzt hier im Wochenchart aus? Durch den Anstieg wurde jetzt der SMA 200 wieder zurückerobert. SMA 200, der EMA 200 liegt bei 9.320 und das ist auch hier bei 20 bzw. 50 ein hartnäckiger
Widerstand. Das sind wir jetzt 150 Punkte entfernt. Prinzip ist natürlich das zweite Gap in Folge. Schauen wir auf den Tag. Hier ist das erste Gap entstanden, hier das zweite ist natürlich positiv. Allerdings kann jetzt hier, weil heute erfolgt kein US-Handel, da ist feierabendbedingt Pause, kann sich das jetzt über den Tag hinweg eben bei der 9,2, ja, vielleicht auch nochmal ein Rücksetzer auf 9.140, auf das heutige Tagestief, aber unter 9,1 sollte der Markt heute definitiv nicht fallen, was das wäre natürlich gleich wieder ein Schwächeanfall. Man kann auch noch kurz zu den anderen Setups blicken. Eine Buyer hat eben hier gerade die Kurve gekriegt. Eine Daimler hat sich hier ja schön mit einer Hammerkerze dann verabschiedet letzte Woche. Die Allianz ist gleich hochgeschossen wieder auf Monatswiderstand und der Weekly-Widerstand liegt auch knapp darüber. Der SAP steht wieder zwischen den ganzen Widerständen und eine BASF konnte einen wichtigen Widerstand zurückerobern, was jetzt als Unterstützung fungiert. Die anderen US-Setups werde ich dann erst am morgigen Tag präsentieren. Da läuft ja auch eine Apple, eine Amazon und meine Google. Liegen auch alle im Plus. Also hat sich das letzte Woche sehr gelohnt und die Ernte wurde ja teilweise eingefahren. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, die Ende der oder beziehungsweise die der Rest des Tages wird eigentlich relativ ja oder zielarm sein. Eher natürlich leicht ansteigende Kurse. Danke und bis später.